Machen wir weiter. Machen wir weiter. Der Fortschritt ist da, ja, absolut. Wie gesagt, die Sache ist, wenn ich Tante Jacob abgeschlossen habe, dann... dann bin ich effektiv soweit mit Isaac fertig. Ja, wenn Tante Jacob abgeschlossen ist, ist der Rest ein Kinderspiel. Stopwatch wäre so ein starkes Item für den Char. Ich meine, Stopwatch ist für jeden Char stark. Würde ich einfach mal meinen. Gott. BFF. So, ich bin gar kein Fan davon, dass ich jetzt schon so viele meiner schwarzen Herzen verloren habe. Wieder lebt noch. Warum lebt er noch? Okay, noch ein halbes Soul Heart. Damit bin ich quasi wieder zurück im Spiel. Tier Size up. Unglaubliche Scheiße, aber das ist okay. Weiter geht's. Warum droppen so selten Holy Cards? Naja, ich habe bisher, glaube ich, noch nie eine gefunden. Also außer mit Tainted Lost. Ich dachte, ich schalte man auch erst mit Tainted Lost irgendwie frei, aber scheinbar habe ich Holy Cards schon freigeschaltet. Ich habe nur nie eine gefunden. Okay, Goldraum. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel! Issa, was machen wir da? Ich habe keinen Schlüssel. Hilf mir doch. Hilf mir doch bitte, ich habe 5 Bomben, aber keinen Schlüssel. Du kannst den Bruder doch nicht einfach so hängen lassen. Bruder Jakob. Hey, also wirklich, du kannst mich doch jetzt nicht einfach so hängen lassen. Was soll denn das? Nicht mal ein Secret Room in irgendeiner Hinsicht. Einfach nichts. Hab mich einfach hängen lassen. Och, wirklich? Das ist okay, Bruder Jakob, das ist okay. Das ist überhaupt nicht okay, wir wollen nichts hiervon. was soll's weiter? Wir haben keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Okay, hier sind Schlüssel. Einer. Creepshots? Naja, gut. Sollte ich die Bomben nicht so verschwenden, wie fern verschwende ich? Ich habe nach einem Secret Room gesucht. Ist das Verschwendung für dich? Natürlich habe ich den Champion berührt. Denn welchen von denen auch sonst? Welchen auch sonst? Vielleicht haben wir einen Soul Heart im Shop. King Baby. Ja, jetzt hätte ich mal besser noch eine Bombe übrig. Eine. Nehmen wir King Baby mit. Alles, was mir zu Conjoint helfen kann, ist natürlich fantastisch. Oh, es reicht gerade so. Gerade so!
Okay. Absoluter Shit-Boss. Manche gibt Shit-Items. Dann wiederum. Das Pony ist nicht übel. Das Pony ist eigentlich gut. Wisst ihr was? Nee, das war gut. Das will ich auch nicht. Die Scheiße werde ich auch nicht mich auf Devil Deals festsetzen. Sicher gar nicht ein. Fliegen ist mehr gut mit Tente Jacob. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, danke. Natürlich auch nicht das beste Angel Deal Item, das man hätte bekommen können, aber... Ah, fuck. Was soll man machen? Ach, komm schon, der Finger! Der olle Finger. Das ist ein schlimmer Finger. Hat einfach die Fässer weggesprengt. Wie nichts. Als wäre es nichts, hat er sie weggesprengt. Ach, ich habe keinen Schlüssel. Ich bin kein Fan von der aktuellen Schlüsselknappheit hier. Komm her. Das war nicht knapp, glücklicherweise. Das war über... Okay, ernsthaft. Irgendwo muss da doch mal ein Schlüssel für mich drin sein, oder nicht? Schlüssel. Ich krieg keinen Schlüssel. Noch auf mit sowas. Ist doch Schwachsinn, was ihr da macht. Der Finger ist aber ein ganz nettes DPS-Upgrade, muss ich sagen. Schlüssel! Okay. Wir schauen in den Shop. Das ist ein fucking trauriger Shop. Wir nehmen es trotzdem mit. Ja, ich bereue es ein bisschen. Ich bereue es ein bisschen, muss ich gestehen. Ich dachte, im Shop kann ich im schlimmsten Fall dann auch noch einen Schlüssel kaufen. Aber ich lag falsch. Dankeschön. Ich denke, ich hoffe darauf, dass die Kiste einen Schlüssel hat. Oh. Das ist auch nicht übel. Taschenlampe ist nicht übel. Ah, hat natürlich keinen Einfluss auf ihn. Sacred Heart jetzt aus dem Goldie. Na, ich habe mich gegen den Goldie entschieden. Befürchte ich. Bosskampf. Lief aber gut, erstaunlicherweise. Schub da Wub. Ich habe keine Bombe. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Hauen wir ab. Chef Chaos drop Pickups. Ja, ja, egal, zu spät. Hier soll nichts machen. Hm.
So langsam hätte ich mal ein Damage abbekommen sollen. Was natürlich mit Chaos durchaus ein bisschen erschwert wird. Ich hätte trotzdem gern eins. Schlüssel. Gib mir doch den fucking Schlüssel. Kann nicht so schwer sein. Dankeschön. Und ein Soul Heart und Münzen. Ja, jetzt habe ich aber auch alles bekommen. Und mein halbes Soul Heart ist weg. IBS! Hey! Dankeschön. Das ist nicht übel. Ich glaube, ich werde mich auf der Ebene noch ein bisschen umschauen. Schon allein, weil der Shop eigentlich relativ interessante Sachen haben kann. IBS Nummer 2. Ja, so ist das Leben manchmal. Manchmal kriegt man eben buchstäblich Scheiße. Ach, der Raum war so spaßig gerade eben, dass wir ihn gleich nochmal machen. Komm schon. Gönn doch ein Soul Heart. Ich kam nicht mehr raus. Ja, shit. Herz? Ich will keinen von den großen Räumen machen. Ja gut, dann hau ich ab. Hau ich eben ab. Planetarium gibt eh kein Planetarium-Item. Ja, aber es gibt ein Item. Shit. Ach, shit. Oh, Gott. Ah. Wir haben Sacrifice Room. Okay. Okay, 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 okay. Ach, shit. Nein, nein! Ach, so eine Scheiße. Jetzt erstmal den Boss überleben. Ich will einfach nur sagen, habt ihr gesehen, wie der mich in die Ecke gedrängt hat? Wir machen noch einen Versuch. Ja, der Run macht guten Eindruck mit der Library direkt. Ich sehe schon, Leute sind sich unsicher, ob es vor Dark Esau schützt. Da jetzt sehe ich schon weg. Jetzt ist es eh schon lange weg. Kann ich hier eigentlich mal eben reinschauen? Infested? Also auch ziemliche Scheiße. War darauf bezogen, ob du es mitnehmen willst. Aber dann ist die Antwort nein, ob ich es mitnehmen will, wenn es schützt. Was? So, hier ist ein Item, das ich ganz gerne mitnehmen würde.
Ich glaube, ich habe nicht das nötige Kleingeld dafür. Na, wiederum, ich kann auch einfach was raussprengen. Lockdown. Und es reicht noch für ein Soul Heart. Okay. Ich würde sagen, gute Startvoraussetzungen für einen Run. Der erste Larry ist auch schon tot. Okay, und komm, wir gehen wieder hier rein. Wir gehen wieder hier rein. Schlägst dich gut, da der Char ist echt hart. Ich schlag mich nicht so gut, aber ich meine, wir haben wenigstens eine Sache geschafft, also ist nicht komplett verkehrt. So, ich hoffe, dass ich jetzt die Wahl zwischen drei Items habe, wovon ich zwei sehen kann. Das wäre eine Sache, die mich sehr freuen würde. Och, komm schon. Ich habe echt große Probleme, diesen Gegnern immer auszuweichen. Oh nein. Oh nein. Genau. Sei doch jetzt nicht. Oh, danke. Der alte Jacob ist doch im Endeffekt immer für einen da. Mies. Wir nehmen die Mitte. Oh! Und dieser Run darf jetzt nicht sterben. Ich habe Tag Point 5. Der Run darf nicht sterben. Will ich in den Shop reinschauen? Ja, ja klar, wir schauen rein. Einfach schön in Bewegung bleiben und wir werden das überstehen. Einfach in Bewegung bleiben. Der Bossgegner. Gott! Oh Gott! Weiter geht's. Oh mein Gott. Puh. Das war gar kein netter Boss gerade. Fand ich gar nicht nett. Scapula? Scap ist eigentlich ziemlich gut. Oh shit, ich seh gerade die saftige Donation. Von Shiri. 55,55 € an bei etwas Knete für einen ganz töften Content und viel Arbeit. Und viel Arbeit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte es fast übersehen, Verzeihung. Ich bin nur so fokussiert. Vielen lieben Dank. Mitte? Mitte? Ja, Mann, mach Mitte. Oh, fuck, Ares. Das finde ich ja gar nicht gut.
wünsche, ich hätte die Soul Hearts einfach mitgenommen. Naja, was soll's. Bad Gas und... Manchmal ist auch einfach ein bisschen der Wurm drin. Aus von Revan Böse, 67 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Die da unten sind so nervig. So, wer ist unser Boss hier? Oh, der Typ. Nee, da bin ich jetzt nicht der größte Fan. Auch wenn er natürlich sehr berechenbar ist, wenn man eine Bombe hat. Ich kann mein Holy Mantle nicht einfach aufgeben. Twisted Pear müssen wir natürlich mitnehmen, aber... Achso, es war okay. Ich könnte nicht einfach meine Scheiße jetzt schon aufgeben. Wir müssen noch Knife Piece holen. Wir haben noch nicht mal den Spiegel gefunden. Den Spiegelraum. Ich hätte den Boss noch nicht machen sollen. Das war schon ein bisschen dämlich. Aber egal. Ich habe noch Leben übrig und Twisted Pear ist natürlich absolut fantastisch. Vor allem sehen wir da noch eine Menge Zeug in den Goldräumen. Ich würde also sagen, der Run steht nicht unter dem schlechtesten Stern. Vor allem normale Spieler müssen immer zwei Herzen zahlen für Twisted Pear. Okay. Ah, Bossraum ist sehr weit weg und nee, du. Dann wiederum. Was passiert eigentlich jetzt, wo ich Holy Mantle habe, wenn ich erwischt werde? Was passiert dann? Bin ich dann tot oder verliere ich den Holy Mantle? Unfall? Der Unfall ist keine ausreichende Antwort für mich. Der Mantel verschwindet. Okay. Versuchen wir es. Ich hatte den bombenfressenden Wurm. Mit Twisted Pear werde ich den halt so schnell dann down bekommen. Au! Hör doch auf! Lass mich hier mal schnell durchgehen. So, wir nehmen noch einen Schlüssel mit. Okay, mein Alter. Du bist doch mal deine Bombe. Und wir haben ihn. Und wir bekommen ein richtig schlechtes Item dafür, aber was soll's. Was soll's. Damit haben wir die Ebene soweit abgeschlossen, würde ich behaupten. Genau, die Rune war die Blue Baby-Scheiße, die ich nicht haben will. Secret Room kann nicht da unten sein, aber vielleicht hier oben. Ah, wird wahrscheinlich links vom Shop sein. Ja, Shop haut mich jetzt auch nicht um. Die Gigabean haut mich auch nicht um.
Haut mich alles nicht so sehr um. Lass ich mal die Bomben mitnehmen. Ach, die brauchen wir hier sogar. Ich meine, wenn wir das Bedürfnis haben werden, The Beast zu machen, werde ich froh darüber sein, Trinket abgelegt zu haben. Würde ich einfach mal meinen. Wusste ich, dass man die Knochen mit Angriffen kaputt machen kann. Es geht in die Mines. Ja. Aquarius und die Fledermaus sind beide nicht so gut. Wir nehmen die Mitte. Conjoined! Oh Gott. Das ist nicht mein Lieblingsraum mit dem Charakter. Du hast jetzt quasi Aquarius und Conjoined. Oh ja, das stimmt. Wollte sagen, macht Aquarius nicht auch diese Holy-Dingens? Crack the Sky, aber das war Depression, glaube ich. Nein, egal. Soul Heart? Ist natürlich nicht egal. Das sollte ich im Idealfall nach der Ebene mitnehmen. Mächtige Sache! Gut, Jumper Cable nehmen wir auch mit. Mächtige Sache direkt! Super Secret Room ist hier. Ja, fliegen zu können ist super hilfreich. Können wir noch in den Curse Room reinschauen? Ich glaube, ich schaue für ein halbes Herz in den Curse Room rein. Ehrlich gesagt. Es ist kein Do- ist keine. Oh Gott. Es ist keine Doppelboss-Arena. Das bedeutet, wir haben nicht den dummen Gauntlet-Boss. Was erstmal ziemlich gut ist, würde ich meinen. Health Down. Ich wollte noch sagen, im schlimmsten Fall ist das eine Health Down-Pille. Ja, dann wurde mein Flehen ja direkt erhört. Aber ja, hier können einige miese Bosse sein. Das ist okay. Den kriegen wir down. Glück erwischt mich die Stachel nicht. Oh, schönes Ding! Schönes Ding! Da verstecke ich doch gleich meinen Ehering! Ne, wir hauen ab. Weiter geht's. Okay. Den Curse Room nehme ich nicht mit. Denn jetzt? Ach Gott. Verschwende doch nicht so viel Zeit. Ich bräuchte übrigens dringend einen Damage ab. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Das wäre echt gut. Ich meine, ich hatte eins zwischendurch. Aber die Zeit sind ja auch vorbei. Das ist ja wieder weggegangen.
So, mal ist hier oben der Siggi gerade. Ist er. Au, was hat mich denn überhaupt erwischt? Diese dummen Steine, die vom Himmel fallen. Oh Gott. Oh Gott. Lass die Bombe nicht falsch legen. Noch 4 Cent. Mit die wichtigsten 4 Cent meines... Ah, fuck, der Boss. Der elendige Boss. Schön, 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 schön. Noch 3 Cent. Noch 3 Cent. Ah, den würde... ich würde die Stopwatch echt gerne noch mitnehmen. Bevor ich den Boss mache, ehrlich gesagt. Nein. Warum habe ich jetzt gerade keine Lust auf den Raum? Noch 2 Cent. Noch 1 Cent. Oh, stark. Starke Sache. Starke, starke Sache soweit. Ich weiß nicht, was hier überhaupt gerade passiert ist. Ich habe keinen Schaden genommen, also was soll's. Komm. Zeig dich! Dankeschön. Ich bin nochmal 5 Cent. Okay. Zeit, die Stopwatch zu kaufen. Zeit, die Stopwatch zu kaufen. Und hier geht's nicht nach rechts weiter. Außer also von nächsten. Frischer Sub, vielen lieben Dank. So wichtig. So wichtig, so wichtig. Je nachdem, wie viel Geld ich noch zusammenbekomme, will ich vielleicht noch Champions Belt kaufen. Solar wäre auch nicht verkehrt, aber so ein Damage-Up ist schon verlockend. Damage-Up ist natürlich schon ganz besonders verlockend. Mein Schlüssel auf der Karte, weil ich gerade einen eingesammelt habe, wahrscheinlich. Okay. Okay, okay, okay. Na, ich will das Soul Heart wahrscheinlich kaufen, weil ich eh 2 Herzen dann gleich abgeben muss. Sofern ich überlebe. Sacrificial Dagger. Das sind so viele Spinnen. So, jetzt kommt gleich sein Kotzer in der Mitte. Oh oh. Da ist der Kotzer in der Mitte. Da ist noch einer. Okay, cheers up. Wenn ich mich jetzt zu The Lost mache, wäre ich dann trotzdem wieder zum normalen Jacob, wenn ich das zweite Knife Piece holen gehe. Das wäre nämlich sehr wichtig für mich zu wissen. Okay, ich werde dann so oder so wieder... Ja, nein, wie ja, nein?
Oh ja, Lost zu sein wäre sogar besser dabei. Okay. Los geht's. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Und tschüss. Oh, wir bleiben. Oh. Mächtige Sache. Das ist halt so hilfreich. Vorsichtig. Ich weiß. Das ist nicht mein erster Versuch, eine Tate Jacob Run zu machen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt gerade. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, aber wir haben's. Okay. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So schnell wie möglich weg. Und rein. Puh, wenn Mutter und der Bruder dich jagen. Ja, das ist nicht schön. So, das Damage-Up war natürlich extrem wichtig für mich. Was ist das für eine Trauerausbeute hier? Warum habe ich auf die Stacheln gewartet? Ich kann fliegen. Hivemind wäre natürlich besonders hilfreich hier gerade in dem Run. Links. Ach du Scheiße, nein. Ja, weil das hat mein Damage erhöht. Aber trotzdem, ach du Scheiße, ich hätte Bird's Eye haben können. Und ich krieg Libra. Das hat mich halt wirklich ein gutes Stück stärker gemacht, also was soll's. Was soll's? Ich bin viel stärker als davor. Also machen wir uns mal hier keinen Stress. Stress können wir uns noch früh genug machen. So, im Sherpas kann ich auf jeden Fall auch noch ein paar nette Dinge kaufen. Und Curse Rune nehmen wir auch mit. Ne, nehmen wir nicht mit. Oh oh. Ja, okay. Ja, das machen wir einfach so. Das war fucking knapp gerade, das ist nicht gut. Ist bisher aber ein enorm starker Run geworden. Dagegen kann man jetzt erstmal nichts sagen. Ach ja. Ich die Scheiße ja nicht sehen. Naja. Naja. Da hatten wir schon mal bessere Items. Das war fucking gut. Ich werde dann mal eben noch ein Soul Heart abholen gehen. Okay, denke ich. Ich meine, die Batterie kann manchmal Gegner stunnen, also... Jo.
Das ist nicht komplett verkehrt. Okay. Ah, das Rotten Heart will ich nicht mitnehmen. Ist halt auch ein richtig schlechtes Trinket. Okay. Zeit für den Bosskampf. Es ist das olle Herz. Zum Fick macht das Herz jetzt überhaupt. Scheiße. Das Herz kann den Kopf wiederbeleben? Agent Boy und kein Deal. Deal hätte ich eigentlich schon ganz gerne bekommen, aber gut. Aber gut. Mom's Bullet Hell gepaart mit Jacob könnte lustig werden. Ja, das wird ein Erlebnis. Das wird ein Erlebnis. Ne, komm, nach rechts in den Raum gehe ich nicht rein. Habe ich nicht welchen Grund zu. Hivemind wäre halt immer noch so ein kleines Träumchen für mich. Muss ich sagen. Und natürlich jegliche Form von Auto-Aiming. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eine äußerst gefährliche Ebene, wie mir scheint. Okay, ich denke, das reicht. Puh. Okay, hier haben wir den Boss. Kampf gegen Mom habe ich natürlich auch sehr große Angst davor. Falls daran Zweifel gab. Ich denke, es gab keinen Zweifel daran, aber wenn es welche gegeben haben könnte, dann hoffe ich, dass ich die beseitigen konnte. Empress und Hanged Man. Empress würde ich mit Vergnügen gegen Mom einsetzen. Soulheart! Shit. Oh, die sind da ganz unten rechts. Mies. Ich sag's euch, diese Schildtypen, die gehen mir auch so richtig auf die Nerven. Du musst ja mit gehobener Brust rein. Ja, ich versuche noch ein bisschen Kraft zu tanken. Ein bisschen Motivation. Los geht's. Oh. Ich glaube, er hat keinen erwischt. Ist okay, man muss auch nicht immer Gegner erwischen. Manchmal ist man auch einfach nur für die Erfahrung da. Die haben eindeutig zu viele Schildtypen hier gerade. Poké Go ist natürlich auch immer gut. Wird mit dem Kampf gegen Mother natürlich nicht weiterhelfen, aber hey. Hey. Nee, Chocolate Milk ist, glaube ich, keine gute Idee. Rotten Tomato könnte natürlich hilfreich sein. Okay. Dann hoffe ich, dass ich genug Motivation getankt habe. Denn jetzt geht's los!
Jetzt geht's los! Da war ein Tinted Rock irgendwo. Unterm Super Secret. Oh ja. Kein Soul Heart. Los geht's. Das lief doch ganz ordentlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann zur nächsten Ebene wieder... Was ich in der nächsten Ebene sein werde, deswegen... sind eh beide scheiße, die Items. Die ignorieren wir einfach mal getrost. Fuck. Wir sind zu viel Schaden genommen. Ich habe wieder keinen Deal bekommen. Warum bekomme ich... Ah, nee, Moment, ich hatte einen Devil-Deal, der war scheiße. Der Devil-Deal war nur richtig scheiße. Was soll ich machen, wenn der Kran ruft? Sich nein sagen. Oh, ich kann Anima Sola zweimal chargen. Das Item will ich gar nicht erst haben. Ace of Clubs? Ja, ja. Wow. Nein! Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nicht weiter nach rechts rüber kann. Hätte ich kurz ein bisschen Angst. Nochmal Hierophant. Okay. Kriegen wir uns ja direkt ein bisschen mit der Angst zu tun, du. Warum leben die so lange? Gefällt mir auch nicht. Book of Secrets ist hier natürlich sehr hilfreich gerade. Fucking Quarter. Der Bosskampf wird da ganz unten sein. Hör doch auf, dich hinter deinen Augen zu verstecken. Okay. Oh, meine Nase juckt. Ich wünsche mir Glück, dass meine Nase nicht zu sehr anfängt zu jucken. Ich meine, ich kann das Spiel pausieren, aber ich werde das Spiel pausieren. Meine Nase juckt. Sei der Kran. Ich glaube, du hast sehr viel Delay. Die Kranstelle liegt weit hinter mir. Okay. Super Secret. Zweimal Anima kann verwirrend sein. Ich kann es halt dann direkt nochmal einsetzen. Weiß nicht, ob das zu verwirrend ist. Mit Car-Batteries ist super verwirrend, weil man dann zweimal drücken muss, damit es überhaupt einmal aktiviert wird, aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben den Stinker jetzt. Oh, sehr schöne Sache. Okay. Kein Deal, aber dafür Glass Eye. Gut, dann weiter geht's. Gleich geht's weiter. Jetzt geht's weiter.
Okay. Ich finde langsam raus, wo der Boss sich befindet. Hey. Wir haben so ein paar Secret Room Items, aber die sind leider alle sehr schlecht. Au. Was soll denn das? Die Secret Room Items sind leider alle sehr schlecht. Ich denke, die Karte habe ich soweit auch ganz aufgedeckt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da habe ich gerade ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. So ein ganz kleines bisschen. Gerade Schaden zugefügt. Ich hätte gern noch ein Soul Heart. Ich hoffe mal, ist der Brimmy-Kollege, der uns noch ein bisschen länger beerben wird. Okay. Sieht gut aus. Alle Kisten entfernen. Ist okay, wir können hier Bomben legen. Yes! Soul Heart. Hermit wollen wir nicht. Hermit wollen wir nicht! Nie lang schnacken! Nicht lang schnacken, dabei bleibe ich. Fuck. Egal, Phase 1 überstanden. Phase 2 läuft okay. Warum ist sie am Anfang nicht auf mich zugesprintet? Das war ein bisschen dubios. Aber egal, Damage Output ist gut. Auch wenn sie natürlich die nervigsten Angriffe macht, die man sich nur vorstellen kann gerade. Aber es sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben's! Oh yes! Oh yes! Oh! Huh, da geht einem aber die alte Pumpe bei sowas. Mein Gott. Found Soul. Was ist Found Soul? Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich was mit Tate and Jacob geschafft. Huh. Du hättest rein theoretisch mit dem Sack Room noch in den Dark Room gekonnt. Ist egal. Ist egal, wir haben den Run abgeschlossen, das ist okay. Puh, das ist okay. Das ist ein Trinket, womit du im Prinzip einen kleinen Lore-Stell bekommst, der wie du schießt. Oh, was? Das klingt super gut. Ein kontrollierbaren Begleiter, das klingt nicht so gut. Okay, ist also nicht zu verkehrt, würde ich sagen. Puh. Gotenks-Angriff, die Super-Ghost-Kamikaze-Attack. Okay, dann würde ich sagen, das war genug Isaac für mich für heute. Ich hab zwei Dinge mit Tente Jacob geschafft und mein Gott,
Es ist ein Ende ein Stück weit in Sicht. Es ist ein Stück weit ein Ende in Sicht. Ist halt One-Hit und spawnt wie Lost Soul erst auf der nächsten Ebene wieder. Ja, das dachte ich mir schon, sonst wäre es ja schwachsinnig, dass es The Lost ist. Ja, klingt jetzt an sich nicht nach dem besten Unlock, aber hey. 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 Zeig mal seine Unlocks, wie seine Unlocks. Meinst du von sich nachschauen, was er alles bekommt? Also ich will es doch nicht vorwegnehmen. Das will ich doch, wenn dann selbst erleben. Gut. Eins der schweren Endings ist damit offiziell geholt für Tainted Jacob. Fehlen noch The Beast, Mega Satan, Hush und Delirium. Naja, okay. Fehlt doch noch ein bisschen was.